B2.5. Bestimmen Sie rechnerisch den Flächeninhalt A der Figur CDG, die durch den Kreisbogen CD sowie die Strecken DG und GC begrenzt wird. Wie können wir also diesen grauen Flächeninhalt berechnen? Wir nehmen dazu den Flächeninhalt dieses Teilsektors BCD und schneiden davon das Dreieck BCG ab. Also ACDG lässt sich berechnen aus dem Sektor BCD minus Fläche des Dreiecks BCG. Jetzt müssen wir diese Teilflächen berechnen. Als erstes berechnen wir den Sektor BCD. Dazu schauen wir in der Formelsammlung nach. Wie heißt denn die Formel für die Fläche von Kreissektoren? Finden wir in der Formelsammlung auf der Seite 35, wo es heißt, die Fläche eines Kreissektors ist gleich Radiusquadrat mal Pi mal Alpha durch 360 Grad. Der Radius ist in dem Fall nichts anderes als die Strecke BC und Alpha ist hier dieser Öffnungswinkel, den wir auch schon öfters gebraucht haben. Setzen wir dann gleich ein. Also Strecke BC Quadrat mal Pi mal, wir haben es auch immer Beta 1 genannt, geteilt durch 360 Grad. Dann mit den entsprechenden Größen folgt 110 cm Quadrat mal Pi mal 35 Grad geteilt durch 360 Grad. Und das ergibt dann einen Flächeninhalt von ca. 3695,7 Quadratzentimetern. Als nächstes brauchen wir den Flächeninhalt des Dreiecks BCG. Und wie schon ein paar Mal genannt, es gibt drei Flächeninhaltsformeln für Dreiecke. Einmal Grundseite mal Höhe, dann mit Hilfe der Determinante. Die beiden können wir mal weglassen, weil wir kennen weder die Höhe noch gibt es Punktkoordinaten. Da ein Winkel schon bekannt ist, bietet sich auf jeden Fall die Formel mit Hilfe des Sinus an. Und die finden wir auf Seite 27 der Formelsammlung, wo es heißt, A ist gleich 1/2 mal B mal C mal Sinus von Alpha. Wobei wir nur hier wissen müssen, dass wir den Winkel brauchen und die beiden Seiten, die an dem Winkel anliegen. Hier ist der Winkel im Prinzip Beta 1 bekannt, also mit 35 Grad. Wir brauchen die beiden anliegenden Seiten. Das wäre die Strecke BC mit 110 cm. Und die Strecke BG haben wir vorhin schon berechnet. Mit den 70,2 cm. Also können wir auch diesen Flächeninhalt sofort ausrechnen mit 1/2 mal bzw. 0,5 mal der Strecke BC mal der Strecke GB mal Sinus von Beta 1. Setzen wir die Zahlen ein, 0,5 mal 110 cm mal 70,2 cm mal Sinus von 35 Grad. Tippen wir den Taschenrechner ein und erhalten dann einen Flächeninhalt von ungefähr 2214,6 Quadratzentimetern. So, alles was noch bleibt, ist diese beiden voneinander abziehen. Also ist der Flächeninhalt von CDG, setzen wir gleich ein, der Sektor BCD, den haben wir hier, 3695,7 Quadratzentimeter minus den Flächeninhalt von BCG, also minus die 2114,6 Quadratzentimeter. Und das gibt einen Flächeninhalt von ungefähr 1000
481,1 Quadratzentimeter. Und das unterscheidet sich jetzt zwar um eine Dezimale von dem angegebenen Zwischenergebnis, aber das kann sehr leicht passieren durch Zwischenrundungen.